Herr Oechsler, es gibt bereits eine Homepage des Bistums für angehende Paare, und zwar hochzeit-kirchlich.de. Warum hat man das Konzept jetzt überarbeitet, ausgebaut, und welche Rolle spielt dabei das nachsynodale Schreiben des Papstes? Ja, unsere Homepage wird damit natürlich nicht überflüssig. Da haben wir seit Jahren einen großen Erfolg, wenn man das so sagen kann, und kriegen deutschlandweit Anfragen über diese Seite. Wir haben ein bisschen verschriftlicht, was dort im Internet zu finden ist, und wollen ja auch ein bisschen als Service unseren Paaren hier in Augsburg das auch in schriftlicher Form einfach anbieten, ihnen was an die Hand geben, was habe ich zu beachten, was kommt auf mich zu, wenn ich hier heiraten will. Inhaltlich haben wir uns in der Arbeitsgruppe das letzte Dreivierteljahr natürlich auch nochmal Gedanken gemacht und mal so geschaut, was passiert bei der Ehevorbereitung, was ist von Bistumsseite gefordert und was ist von der Bistumsleitung her gefordert, dass an diesem Tag auch passieren soll. Und das haben wir versucht, in ein Rahmenkonzept zu gießen, sodass wir ein bisschen Einheitlichkeit einfach herbekommen, auch was die Ehevorbereitungsseminare angeht, weil wir als Ehe- und Familienseelsorge zwar einer der Hauptanbieter sind, aber ja nicht alleinig Ehevorbereitungen anbieten. Amoris Laetitia, das nachsynodale Schreiben des Papstes, hat das auch ein bisschen den Ausschlag gegeben, dafür das Ganze zu überarbeiten? Die Bischofssynode an sich zum Thema Ehe und Familie hat natürlich den Anstoß gegeben. Die Arbeitsgruppe hat sich schon geformt, bevor das nachsynodale Schreiben da war. Aber es hat natürlich das nachsynodale Schreiben Einfluss auf das Rahmenkonzept jetzt gefunden. Und man hat die Impulse, die Papst Franziskus gegeben hat, mit in das Rahmenkonzept aufgenommen und somit auch die inhaltlichen Teile unterlegt. Und was ist nun das Ergebnis? Was umfasst dieses Konzept, dieses neue? Ja, wir haben erstmal festgelegt, was sind die Säulen der Ehevorbereitung. Also wir arbeiten sehr biografieorientiert, das heißt, das Leben der Menschen muss an diesem Tag eine Rolle spielen, und dieses Leben, diese Biografien sollen natürlich auch im Licht des Glaubens angeschaut werden. Das ist eine der Säulen, dass wir eben das Leben reflektieren im Blick auf den Glauben der Menschen. Dann eine wesentliche zweite Säule ist natürlich zu verstehen, das Sakrament, das Ehesakrament, was versprechen wir uns denn da? Wir machen ja nichts von heute auf morgen und für die nächsten zwei Wochen, sondern wir versprechen uns, diesen Weg miteinander zu gehen bis zum Tod. Und das heißt ja auch was. Und wir müssen den Weg aber nicht allein gehen, sondern wir sind begleitet von Gott. Er geht diesen Weg mit, und ich denke, ohne diese Zusage ist so ein Versprechen übermenschlich einfach. Ja, die dritte Säule, einfach sich auch mit dem Gottesdienst, mit dem Traugottesdienst auseinanderzusetzen, zu wissen, was feiere ich da, wie feiere ich es, wie möchte ich es, wie wird es zu unserem Gottesdienst. Schlussendlich natürlich auch gemeinsame Spiritualität in der Beziehung kommt zur Sprache an diesem Tag. Was bedeutet für uns in der Beziehung miteinander beten? Wie leben wir unseren Glauben jetzt als Paar? Ja, was ich vorher als Einzelner gelebt habe, muss ich ja jetzt auch auf das Gemeinsame einspuren. Sie haben jetzt über den Inhalt gesprochen, aber es gibt noch ganz viel Praktisches. Was bekommt das Paar in die Hand als Vorbereitung auf die Hochzeit, auf die kirchliche Trauung? Ja, wir haben einen sogenannten Hochzeitsplaner entwickelt, wie wir ihn genannt haben, Ehe.wirheiraten, mit der Idee, dass jedes Paar, das bei einem Pfarramt anfragt, diesen Hochzeitsplaner in die Hand bekommt und somit einheitliche Informationen über das Thema kirchlich heiraten bekommt. Neben einer Empfehlung eines zeitlichen Ablaufs, was sinnvoll ist, dass man die ganzen Termine unterbringt, die auch zu einer kirchlichen Hochzeit gehören, sind darin auch praktische Hinweise, wie was muss ich denn zur Anmeldung der Hochzeit mitbringen, wo bekomme ich meinen Taufnachweis her, brauche ich Trauzeugen, brauche ich Ringe zur Hochzeit und solche Dinge. Dann konkrete Informationen an der Pfarrei. Wie läuft es denn ab, wenn ich in dieser Pfarrei heirate? Darf man hier Reis werfen oder nicht? Wie ist es mit der Musik? Wann soll ich mit dem Mesner mich in Verbindung setzen? Und dann aber auch natürlich so inhaltliche Impulse, also erstmal zu schauen, welche Formen kirchlicher Hochzeit gibt es, wenn ich einen Partner habe, der nicht katholisch ist, meinetwegen, der nicht gläubig ist. Da die Leute auch zu informieren, dass sie trotzdem heiraten können. Oder der Hinweis, die Nachbegleitung nach der Hochzeit, die sogenannten Ehebriefe, die man bestellen kann, die vom Bistum bezahlt werden, also kostenfrei kommen, die jeden Monat so einen neuen Impuls jetzt auf diesem neuen Weg nach der kirchlichen Hochzeit bieten. Was kommt auf uns zu? Welche Themen werden jetzt aktuell? Also ganz querbeet von Kommunikation über Zeitplanung und solche Dinge. All das, was Sie jetzt ansprechen, ist auch Kern des Ehevorbereitungsseminars. Warum ist Ihnen das so besonders wichtig?
Naja, man verbringt ja ganz viel Zeit um das Thema Hochzeit, wenn man heiratet. Alles muss organisiert sein, alles muss glänzen an diesem Tag. Und ich finde es einfach wichtig und habe das auch bei mir selber gemerkt, als ich geheiratet habe, so mindestens einen Tag Auszeit zu nehmen, sich miteinander zu beschäftigen. Also bei der kirchlichen Hochzeit geht es ja darum, dass ich meiner Partnerin etwas verspreche, das ganz tief geht. Und da geht es nicht darum, ob der Kaffeelöffel links liegt oder rechts liegt, sondern einfach nochmal miteinander einen Tag auch ins Gespräch zu kommen. Was hat uns eigentlich bewegt? Wie sind wir zusammengekommen? Was ist unsere Geschichte schon miteinander? Und auch in die Zukunft zu schauen. Was heißt das für uns jetzt, wenn wir kirchlich heiraten wollen? Was ist dir wichtig? Was ist mir wichtig am Glauben, an unserem gemeinsamen Glaubensweg? Und sich da auszutauschen als Paar. Aber oft ist es auch hilfreich, sich mit anderen Paaren, die in der gleichen Situation sind, auszutauschen. Und die Paare natürlich auch nochmal mit in die Pflicht zu nehmen. Ihr versprecht euch da was Tiefgreifendes, ja? Und versteht ihr, was ihr euch da versprecht? Und seid ihr euch bewusst, dass ihr euch das Sakrament spendet? Nicht irgendjemand, sondern ihr. Und das ist einzigartig bei den Sakramenten in unserer katholischen Kirche.